Moin zusammen! Capcom hat heute einen Pre-Launch-Livestream zu Monster Hunter Stories 2, welches am 9.7. released wird, gegeben und Gameplay-Aufnahmen, Artwork sowie auch die Roadmap für kommende Updates vorgestellt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Nachdem das Spiel nächste Woche dann released wird, kommt bereits am 15. Juli das erste Update. Und da bekommen wir eine Kollaboration zwischen Stories 2 und Monster Hunter Rise. Da können wir dann eine Quest machen und bekommen als Belohnung den Palamut als Monsti. Da freue ich mich schon drauf. Das zweite Update kommt dann schon am 5.8. und beinhaltet eine Koop-Quest, in der wir mit einem Freund, eventuell auch mit einem NPC, gegen Kulf-Taros kämpfen müssen. Im zweiten Update werden neben der Kulfi-Quest auch neue Monstis eingeführt. Und zwar den Hellblade Glavenus und den Boldreaver Astalos. Anfang September wartet schon das dritte kostenlose Update, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, auf uns. Hier werden weitere Deviants bereits bestehender Monster eingeführt, und zwar Soulseer Mitsuzune, Elderfrost Gamos, da freue ich mich schon drauf, und den Orochi Kirin. Und da müssen wir auch nicht lange warten, und zwar nur bis Ende September, da kommt dann schon das vierte Update. Also Capcom hat da schon sehr viel vorbereitet und auch tolle Sachen dabei. Hier bekommen wir es dann wieder mit Kulfi im Koop zu tun, aber diesmal mit erhöhter Schwierigkeit. Also ich denke, so ein Hochrang Kulf-Taros wird da kommen, aber wie gesagt, wieder im Koop. Ich weiß aber nicht, ob man das nur dann online machen kann, beziehungsweise den lokalen Koop vielleicht auch nutzen, oder denke ich auch nutzen. Aber ob man, wenn man kein Koop machen kann, ob man denn NPC mitnehmen darf. Das wäre ganz gut, na, weil sonst ja bleibt ja der Kulf ein paar Leuten verwehrt und das wäre ein bisschen schade. Aber das werden wir dann sehen. Des Weiteren bekommen wir auch neue Monstis, und zwar den Dread King Rathalos und den Molten Tigrex. Und danach ist immer noch nicht Schluss, und zwar kommt im Oktober dann schon das fünfte Update mit neuen Monstis, und zwar den Silber Rathalos und Gold Rathian. Und eine weitere Koop-Quest mit einem noch unbekannten Monster. Ich habe jetzt schon im Discord gelesen, dass manche von euch gesagt haben, dass das Fatalis sein könnte. Aber ich bin mir da echt nicht sicher. Da könnt ihr gerne mal raten, was das ist. Ich habe keinen Plan. Und falls ihr euch bereits fragt, was man nach der Story erwartet, beziehungsweise was man im Endgame machen kann. Auch hier hat Capcom bereits erklärt, dass im Endgame ein großes Hochranggebiet namens Elder Slayer, beziehungsweise Ältestenversteck, auf uns wartet, indem wir gegen viele Elderdrachen und große Monster kämpfen können. Also das wird, glaube ich, auch ganz cool. Im Verlauf des Spiels bekommen wir zudem die Chance, Elderdrachen und Devianten normaler Monster als Monstis zu bekommen. Also ich glaube, da kommt ein Haufen Kram. Das wird richtig toll. warte, wo war ich gerade? Ah, da. es gibt also viel zu erforschen und zu sammeln. Mach gerade Daumen hoch, also wird, glaube ich, cool. Wenn ihr mit einem Freund zusammenspielen wollt, geht es auch über den Online- bzw. auch über den lokalen Koop-Modus. Wie auch in den anderen Monster Hunter-Teilen, kann dann einer von euch die Quest-Lobby vom Questboard starten. Neu ist jedoch, dass der Quest-Host, also der die Quest bekannt gibt für den Koop, ein Koop-Ticket benötigt. Wie man die bekommt, weiß ich aber noch nicht, das haben sie nicht gesagt. Befindet ihr euch dann zusammen auf einer Quest, könnt ihr gemeinsam nach Eiern suchen, andere Monster erlegen oder einfach die Quest vollenden. Bei den Monsterkämpfen außerhalb des Questziels könnt ihr euch sogar entscheiden, ob ihr ein Monster alleine erlegen wollt oder doch zusammen. Das ist auch ganz witzig. Am Ende des Streams haben die Entwickler dann noch Concept Arts und Entwicklungsprozesse vorgestellt. Also wie die Steps auch von Stories 1 zu Stories 2 waren, wie sie die Charaktere angepasst haben oder auch die Größenverhältnisse zwischen den Charakteren und Monstis. Das war auch ganz interessant. Ja, falls ihr das noch sehen wollt, ich habe den Stream in der Beschreibung verlinkt. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr das noch genauer haben wollt. Ja, da könnt ihr das dann sehen. Gut, das war's dann auch. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Das wäre, glaube ich, richtig toll. Und ja, besonders auf den Gammas freue ich mich schon. Gudi, dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.